Und damit herzlich willkommen zurück zu Vampire the Masquerade Bloodlines. Ja, die Geschehnisse spitzen sich zu. Wir haben in der letzten Folge die bemitleidenswerte Existenz des Sabbat-Anführers ein gewalttätiges Ende gesetzt. Der Prinz wird sich freuen wie ein kleines Mädchen, wenn sie ihm erzählen. Das haben wir gemacht. Und ja, was wir auch gemacht haben, ist, als wir rausgegangen sind, hat Zhao Ming auf uns gewartet. Ming Zhao, so. Und sie hat uns erzählt, dass wir eigentlich nur ein kleines Werkzeug in der Hand des Prinzen sind. Und wo wir von kleinen Werkzeugen sprechen, der Schlüssel zum Sarkophag befindet sich in der Hand der Kui Jin. Und als Synopse soll das erstmal reichen. Wir gehen mal zum Präsidenten. Genau, zum Prinzen. Präsident heute ist egal. Shank lebt. Nice. Ich habe den ja letztes Mal gesucht. Er lebt. Can you believe what happened the other night? I couldn't come into work on account I bought a tamale from a street vendor and got to scoot something terrible. What a lucky thing too, because that food poisoning saved my life. Und das war kein toller Anfall von Dünnpfiff, war. You're telling me. But if I had been there, those punks wouldn't have gotten past the front desk. Mm. There's two things I can't tolerate, and that's terrorists and tainted tamales. Ja, das kann ich aber nachvollziehen. Habe ich begriffen. Ich muss mit Lacroix sprechen. I guess you can go on up. He wasn't expecting you, but it should be all right. Danke. Ja, wenn er da gewesen wäre, wäre hier das ganze Blutbad nie passiert. Ist ja klar. Weil Chunk ist Chunk. Da kommst du einfach nicht dran vorbei. Oh, Beckett ist weg. Oder, nee, schade. Beckett ist ein cooler. Das ist auch einer der einzigen, wo ich die, wie heißen sie? Bla. Seine Motive mehr oder weniger auch verstehe. So, ja, okay, er hat Motiv. Macht. Kui Jin, Tradition. Also die Ming Zhao. Naja. Hallo. The Sabbat. Erledigt. Hm. Asche. Another obstacle is removed. From the enemy we resurrect a new order. And this in no small part to your service. Did you hear that? Yes. You were never able to wipe them out completely. Keep it up, and you may have his job. My unstoppable crusader. My victories in this city are in no small part due to you. You've done what I've asked without question, and you've done it well. Take this small token of my appreciation. We'll rule this city side by side, you and I. Oh, da freue ich mich aber drauf. Oh. Ich habe herausgefunden, wie ich an den Schlüssel gelangt. Nein, ich weiß, wo sich der Schlüssel zum Sarkophag befindet. You found the key. Where? Who has it? Ein Bündnis mit den Kui Jin? Warum nur? Nee. Hä? Warum? Nur mal so. Wir sind ja nicht lange Vampire, ne? Und soweit ich das verstanden habe, haben Vampire auch nicht unbedingt ein Schwarmgedächtnis. Oder halt die Kindred sind ja keine Vampire, kennst ja. Aber warum sind wir jetzt so sauer darüber, dass die ein Bündnis gemacht haben mit den Kui Jin? Na, Meng Zhao hat ihn. Sie lässt ihn auch ausrichten, das Bündnis sei aufgelöst. This nonsense again! Look, I told you before, no Kindred would ever ally themselves with those demons. This is a subterfuge, a trick to start a civil war. And apparently, it's worked. Ein Straßenkrieg zwischen uns beiden. Ja, egal. Sie musste es tun. Nur das bringt die Anarchen von L.A. unter die Kontrolle. Nein. Dann ist Nines unschuldig. Sie hat seine Gestalt angenommen und Grout getötet. As of this moment, there is no blood hunt against Nines Rodriguez. The Kui Jin have revealed their plot. They want us to war against each other? Well, to that I propose an alliance with the Anarchs. Together, we Kindred shall drive out these foreigners once and for all. Ich habe mal ein Buch gelesen über, also von Lukianenko,
Ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt, aber es geht halt darum, dass Menschen quasi für einen Stern Getöse Allianz, keine Ahnung, die Sternflotte. Also die Menschen können über so einen Spezialantrieb wahnsinnige Geschwindigkeiten erreichen und deswegen durften die dann die Fuhrleute des Universums werden und waren dann plötzlich in den intergalaktischen Bund aufgenommen und was auch immer. Und ganz am Anfang wird dann erklärt, wie sich so die Gesellschaft verändert hat. Und da wird dann erzählt, dass ja die Menschen es geschafft haben, über Hautfarbe und so weiter hinwegzusehen, wenn plötzlich jemand vor dir steht, der zum Beispiel grüne Hautfarbe hat oder fünf Beine, weil da ja Aliens sind, die alle ein bisschen anders gebaut sind als die Menschen. Und die hatten plötzlich ein eigenes, also ein einziges Feindbild. Und dadurch konnten dann unüberwindbare Grenzen in den menschlichen Sachen überwunden werden und die haben sich dann zusammengetan, um da halt den neuen Feind zu hassen. Mit anderen Worten, der gemeinsame Feind macht uns zu Freunden. Und vorher die ganze Zeit die Camarilla und Anarchen, die waren ja so, die mochten sich ja nicht ganz so. Und plötzlich ruft er den Kampf gegen die Quijin aus und sagt, ach komm, wir verbünden uns mit den Anarchen, warum auch nicht? Naja, finde ich gut, weil gemeinsamer Feind und so. Und glauben Sie wirklich, die Anarchen werden sich ihnen anvertrauen? Whether they trust me or not, the Kuei Jin are the greater threat. They do trust you, however. After all, you've been working for them all this time. Was? Ich? Nein, ich. Spare me the explanation. I don't hold it against you. Your affiliation is a trite concern next to your accomplishment. In fact, you alone can bridge the two kindred communities and sound the Kuei Jin's death knell. You'd be a legend. Aber ich will die Quijin gar nicht umbringen. Ich nehme an, dass ich allein das tun kann, aber ich weiß nicht, wie sie es auffassen werden. Go to the last round immediately. Tell them the Kuei Jin have admitted to killing Grout. And that the blood hunt against Nines Rodriguez is officially over. Tell them I have realized the true threat the Kuei Jin pose and wish to negotiate a pact. You will be my emissary for the Alliance, so naturally you speak on behalf of the Camarilla. Choose your words carefully. I will begin organizing plans for war. Good luck. The prosperity of all this city's kindred depends on your success tonight. Dann ist die Zukunft in guten Händen. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wie viel. Also, das heißt, ich weiß nicht genau. Ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung, wie knapp das mit dem Release von dem Spiel war. Aber dieser blinde Hass gegen die Kuei Jin. Ich habe überhaupt keine Möglichkeit, dagegen zu sprechen. Was ich persönlich sehr schade finde. Aber klar, das Spiel ist ein bisschen älter. Man muss dann die Feindbilder da pflegen. Sagen wir mal so, dass in der Art kann ich das irgendwo verstehen. Aber andersrum finde ich es halt doch schade. Weil Gothic 1 kommt auch aus der Zeit. Und die haben es auch geschafft, drei Lager miteinander zu vereinen. Wait! About the sarcophagus? Sie sehen so betroffen aus. Don't open it. Whatever you do, do not open the Ankaran sarcophagus. Aber Sie sagten doch, ich bräuchte mir keine Sorgen zu machen. Well, despite what I said, if that sarcophagus is opened, there will be disaster. In what form, I cannot be sure. But after studying the evidence, I'm convinced now that it is better left undisturbed. And anyone who'd pursue any other course is deserving of the consequences. Wieso haben Sie Ihre Meinung geändert? There's an intangible sensation I haven't been able to put my finger on since I came to town. I still don't know where it seeps from. But if the sarcophagus is a possibility, to eliminate that chance, it should remain closed. Ist das ein Vorsintflutlicher? Hat Gehenna begonnen? If Gehenna has begun,
then we are all doomed, no matter what course of action we take. Danke für die Warnung, Beckett. I thought you deserved a chance. There's a good possibility we may not meet again. Goodbye, young one. Auf Wiedersehen, Beckett. Mann, ich kann nicht laufen. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob Beckett ein Vampir ist oder ein Werwolf. Oder so eine Mischung. War das denn nochmal eine Mischung aus Werwolf und Vampir? War das bei Underworld? Ja, ne? Ich meine schon. Also, Mr. Skepsis sagt, wir sollen den Sarkophag nicht öffnen. Was ich als neugieriger Mensch natürlich sehr schade finde und ich die ganze Zeit jetzt hoffe, bis zum Ende, dass wir kurz vorher abspeichern können. Bitte, bitte, können wir vorher abspeichern. Ich will es mir natürlich anschauen. Aber erstmal habe ich so das Gefühl, dass Beckett wohl einer der wenigen ist, denen wir wirklich vertrauen können. Und von daher... You measly fuck. You got a lot of nerve showing up here, Lick. Was habe ich getan? You fingered knives. Said he killed a goddamn primitive. Ich habe ihn da gesehen. Jedenfalls meinte ich das. I'm willing to believe you are a patsy in all this. But I'll be watching him, kid. Wo ist Nines hingegangen? Don't expect to see him until this bullshit is resolved. Ich habe noch ein paar Fragen an dich. Yeah? Also erstmal, da Fug, aber ich war ja nicht mehr im Last Round, seitdem das passiert ist, ne? Weißt du etwas über die Kui Jin? Do I know the Kui Jin? Those motherfuckers showed up in California 5 years ago and been fighting us tooth and claw for every inch of the free state since. Yeah, I know. Wie sind sie denn im Vergleich zu uns? Let me tell you, they ain't nothing like us. They're devils, man. Shifty fucking devils. Seeing the shit they're capable of makes some of what I saw in Nam make a lot more sense. Ihr seid also wirklich mit jedem im Krieg, oder? They're all invaders. The Kui Jin, they're less likely to deal with you. They think they're the superior beings or whatever. But the Camarilla, they'll just lie and stab you in the back. Which is worse? Ein gutes Argument. Bis später. Dann sagen wir. Ja moin. Auf dem Foto sahst du ein bisschen besser aus. Heard anything? Ja, fangen wir jetzt mal an. Der Prinz hat ein außergewöhnliches Interesse am Sarkophag von Ankara. It's probably just like the rolls of coffins or something. Lousy was Die Kui Jin haben mir erzählt, dass sie sich mit Lacroix verbündet haben. What? Who said it? Ein paar Kui Jin, bevor ich sie getötet habe. If this is true, listen, I can't believe even Lacroix is that low. But keep an eye on this. If there's anything I hate more than camis, it's the goddamn Kui Jin. War das so klug, das mal eben kurz zu sagen? Egal, wir fangen von oben einfach an. Die Anführerin der Kui Jin hat mir kürzlich von einem Bündnis mit Lacroix erzählt. That bastard! He sold us out? Lacroix will Krieg mit ihnen. Er braucht dazu die Anarchen. Lacroix, an alliance with us? Ha. Has he... You're fucking with me, right? Do I look like a goddamn source of amusement for you? Die Blutjagd auf Nind ist beendet. Zhao hat Kraut getötet. Sie ist eine Gestaltwandlerin. We told him Nines didn't do it! That son of a... And that Kui Jin bitch! If I ever get my hands on her, I'll tie her eyelashes to her ass hairs and pull her ass into a car compactor! Ow! Demon! Oh! Whore! Ow! Verstehst du jetzt, warum ich mit Nines reden muss? Wo ist er? Okay, alright. I'm fine. Nines, yeah. I can't believe it's come to this, but oh, I hate those goddamn devils even more than I hate that fascist dandy prince! Goddamn Zhao. Nine times told me to watch this place, I'd be over there right now making skank sushi! Schon verstanden. Damsel, sagst du mir jetzt endlich, wo Nines ist? I know you're cool, so... Nines is hiding out in Griffith Park. I don't know about this alliance stuff, though.
think I'll go eat something so I can vomit. Griffith Park. Danke, Damsel. Geh du mal kotzen. Fucking candies, I just wanna kill them! Heard anything? Falls ja, lass ich es dich wissen. Hey, I heard that. Ja, das habe ich zu dir gesagt, Fräulein. Manchmal ist sie auch ein bisschen komisch, ne? Da, die hat auf jeden Fall ein leichtes Problem mit der Impulskontrolle. Okay. Laute komische Musik. Nur mal kurz, 19 Punkte. Wir sind sehr, sehr flexibel, was das angeht, weil, guck mal, Recherche 10. Ich hatte doch ein Buch von wegen Recherche. Übrigens, kann ich das irgendwie mal benutzen? Ich habe 10 Blutpunkte. Naja, ich muss das ja nach links bewegen. Wie auch immer man das macht. Wir sind ja hier in der Nähe, dann gehe ich mal kurz in mein Appartement. Appartement, da ist nämlich eine Kiste. Vielleicht kann ich das da irgendwie einstellen, weil die sagt ja, derjenige, der das respektiert, trägt das auf der linken Seite. Oder ist es eine Verarsche? Nee, was wollte ich sagen? Wo war ich? Impulskontrolle nicht so gut. Hier lang. Ja, doch. Ich habe gerade leicht den Faden verloren. Also, wir müssen zum Griffith Park. Noch eine Location. Ich bin, gelinde gesagt, echt erstaunt, wie groß das Spiel ist. Dafür, dass das schon ein bisschen älter ist, ne? Und ich sag mal so, Computerspiele, klar, die hatten schon mal schnell ein paar mehr Regionen als Konsolenspiele zu der Zeit. Obwohl, es stimmt eigentlich auch nicht. Eigentlich, wenn man das mal vergleicht, das kommt aus derselben Zeit wie Gothic 1. Und der Gothic 1 ist, ja okay, sogar 3 Jahre noch früher. Und da würde ich wahrscheinlich auch meine 40, 50 Stunden drin versenken können. Vor allen Dingen, weil das ungefähr 1000-mal so schwierig ist. Aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Spiel nicht so lange eingeschätzt. Also, dass das so lange dauert. Aber so ist das manchmal. Was brauchen wir denn? Nicht das Hauptbuch, kann da weg. Also, das brauche ich wahrscheinlich auch nicht immer mitnehmen, ne? Ja, solange sie Elizas Heart, ja, das brauche ich nicht. Ah ja, ausweichen von mindestens 4, um den Gegenstand zu benutzen. Achso, dieser Gegenstand liegt unterhalb ihrer Fähigkeiten, kann also auch weg. Dorf kann weg. Gaijun. Tragen Sie Gaijun, ja. Visitenkarte brauche ich auch nicht mehr. Ja, diese ganzen, die Verbesserungen machen, die behalte ich mal lieber. Foto eines Mädchens. Ah, Lilly. Das war noch ganz am Anfang, wisst ihr noch. Da waren wir noch so jung und dumm. Ja, kann man auch verkaufen. Das sind alles jetzt Sachen, die verbessern, ne? Ja, das behalte ich natürlich, ne? Nur so. Schlüssel von Alamut. So, jetzt haben wir das auf der linken Seite und jetzt kann ich das, glaube ich, auch. Ja, jetzt kann ich das benutzen. Wie frech ist das denn? Also, ich finde das ganz cool gemacht. Aber schon frech, ne? Also, klar, hat mir jetzt natürlich nichts gebracht, weil ich das auf vollen Magen gesoffen. Aber manchmal macht man das halt, ne? Da macht man solche Sachen. Also, was müssen wir jetzt machen? Wir müssen nach Griffith Park, ne? Und Damsel hat ihnen verraten, dass sich Nines im Griffith Park auch versteckt. Sie müssen dorthin und ihn finden, um die Anarchen und die Camarilla im Krieg gegen die Kuijin zu vereinen. Naja, ich sag mal so, ich bin immer noch nicht so begeistert davon, dass wir das machen. Aber anscheinend bekämpfen die sich schon länger, oder? Trotzdem, irgendwie so ein bisschen habe ich ja die Hoffnung gehabt, wo wir uns gerade auch mit Ming Zhao so, ja, gut verstehen ist vielleicht die falsche Phrase,
aber irgendwie schon besser verstehen, als man so erwarten würde, dafür, dass wir eigentlich mega verfeindete Rassen sind, darf man das sagen. Dass man da als ja, jemand mit einem breiten Weg, wie die gesagt hat, vielleicht mal organisieren kann. Dass man da vielleicht was machen könnte. Where to? Naja, fahren sie einfach. Griffith Park. Und wie viele Sachen das sind einfach, ne? Ja, ich schlag mal wieder das Taxi. Der arme Mensch. Wir schlagen immer wieder sein Taxi kaputt. Vielleicht ist es deswegen so durch. Naja, bevor ich mich umdrehe, sag ich aber, das war's für diese Folge. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns nächste Folge im Griffith Park. Bis bald.